Hallöchen, willkommen zurück hier bei Dark and Light, mitten im zähen Wahnsinn. Ich würde sagen, Hippo, ich glaube, du hast die Akro, wenn ich das so sehe. Dann müsstest du mal laufen und den runtertreiben, den Hang. Versuch's mal. Vorsicht, da ist ein Imp. Zieh ein bisschen nach links. Den Imp versuche ich mal mit dem Griffeln. Ja, den Griffeln. Imp kann ich auch kurz schnappen. Ja. Nee, das funktioniert ja gut. Funktioniert ja gut mit dem Yeti. Ach komm ey, der ist doch jetzt nicht festgebackt. Doch, den ist fest auch der ist festgebackt. Der lief doch die ganze Zeit. Oh Mann. Ach, jetzt ist... Ja, wir können ihn ja gleich mal anschlagen. Vielleicht reagiert er dann. Du läufst jetzt, gefälligst! Was ist mir noch das Impi weg? Ja, der ist gleich weg. Wie lange bleiben denn die Pfeile da so drin? Ist schon weg, oder? Nee, der nein, nein. Ich muss noch seinen aufladen. Jetzt ist er weg. Die Pfeile bleiben da schon lang drin, nur... Hast du dich schon mal angeschlagen? Ja, natürlich. Ja, hau mal drauf. Ja, klappt auch hervorragend. So, und jetzt mal runterlaufen. Du hast... Das kann nicht wahr sein. Der lief doch die ganze Zeit frei rum. Warum hängt der denn da jetzt? Lampenfieber. Kann man den irgendwie teleportieren oder so? Nee, ne? Mhm. Boah, das ist aber auch ein super Fernrohr, ist das aber auch. Wenn hier irgendwas was zurückwirft. Das einzige, was vielleicht gehen könnte, wäre dieser Levi-Zauber. Komm mal runter nochmal. Nee, das Baller bringt nichts. Er hat sich gerade so ein bisschen bewegt. Ja, er hat sich halt einmal umgedreht. Aber das tut er schon die ganze Zeit. Was ist denn hier mit so einem Zauber? Irgendwas? Gibt's da was? Ja, da bin ich am überlegen, aber das ist nichts, was nicht auch empfindlich Schaden macht. Aber irgendwie sind das schon deutlich weniger Weilchen. Oder hat er die gespannt? Nee, die verschwinden jetzt dann doch. Verschwinden wirklich, ne? Da ist nämlich jetzt genau noch einer drin. Ne, ich korrigiere gar keiner mehr. Noch einer. Einer. Den habe ich auch gerade erst gemacht. Ja, hier ist noch einer, okay. Jetzt bewegt er sich bestimmt gleich. Ja, genau, jetzt kommt er und haut uns schön aus mal. Faustkampf mit dem Yeti. Ja, ja. Ach, das ist doch kacke. Oh oh. Komm schon. Weißt du was? Moment. Hab ne Idee. Ich hab nämlich eine Keule dabei. So. Oh, ich auch. Komm, dann keulen wir den jetzt. Tja, also ein Yeti mit der Keule, das hatten wir jetzt auch noch nicht. Nee, aber vor allem, wenn er da so schön hängt. Sehr gut. Schön den Arsch verprügelt. Voll auf den Hintern. Das war schon ganz rot am Hintern. Gibt doch blaue Flecken hier. Also ich glaube, wir hauen ihn erst tot, bevor er, also wir hauen ihn tot, bevor er umfällt, aber mal gucken. Kann passieren, ja. Ich glaube eher, dass meine Keule vorher kaputt ist. Ne, meine hält noch sehr gut, also. Meine hat erst so ein Fünftel weg oder so. Aber ich weiß nicht, ob wir den betäubt bekommen. Das ist ein Traum. Aua, der tut weh, hör auf. Ja, durchaus. Ich bin. Oh. Komm, schlaf ein. Aua. Na Gesicht. Oh, ich muss jetzt hier mal weg. Und meine Keule ist auch kaputt. Was? Schon? Hast du für eine Billigkeule? Ja, war halt wieder, eine Billigkeule. Hast du wieder im Spielzeugladen gekauft? Die quietscht wahrscheinlich. Wenn du zuhaust. Aua, 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 aua. Ah, ich muss jetzt auch mal weg.
keine Heilzauber mehr. Sarah? Ich hab keine Heilzauber mehr. Ich werf dir mal die Keule hin, mach mal weiter. Ich bin gerade ein bisschen kaputt. Ja, ich auch. Ja, ich sag ja, Xar. Hier unten rollt eine Keule. Hier. Keule. Achso, ich dachte, du hättest es in meinen Greif geschmissen. Keule. Oh Mann. Wo ist denn jetzt hier dieser komische Zauber zum Heilen? Da brauchst du Äpfel und Beeren für. Äpfel und Beeren. Beeren habe ich nicht. Ich gehe mal kurz Beeren pflücken. Schön, wenn einer da mit der Keule auf seinem Fuß umhaut. Das sieht so gut aus. Oh, aber der macht auch nur 43 Schaden. Das geht. Okay, das war nichts. Was ist denn am besten für Beeren, das Schwert? Go Xar! Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Auf den Arsch! Ja, Schwert kannst du gut nehmen. Danke. Schön, das Bild kommt alles raus, nur keine Beeren. Das Bild ist geil. Ich glaube auch beim Schwert eigentlich nicht. Wenn, dann vielleicht Sense, aber ich glaube, Sense macht nur Samen. Also insofern wird das eher so in Richtung... Ich hau jetzt mit der Faust. Faust auf. Gehen, mit den Beeren, ja. Verschwinde scharf. Stamina alle. Moment. Wie viel Leben hat er noch? Und du haust noch einmal, der kippt tot um. Brauchst keine Stamina. Einmal draufhauen. Nein. Zweimal? Dreimal? Der hat überhaupt kein Leben mehr. Ja, du hast ihn tot gemacht. Mensch, wir wollten den doch zähmen. Ach, Xar. Jetzt du hast das mal wieder nicht verstanden. Aber echt. Mann. Und ich habe ihn befreit. Siehst du, wie er da schön runterkugelt? Ach so. Der geht jetzt freiwillig in die Basis, meinst du, ja? Ja, er macht sich schon auf den Heimweg. Sieht gut aus. Muss nur noch ein paar Beeren hinterher schmeißen, dass er auch was als Wegzehrung hat. Ja. Nee, lief, oder? Ja, meine Keule also, wieder. Machst das doch nur kaputt hier. Fantastisch. Also, Yeti läuft. Ja, Mission Yeti ist richtig erfolgreich. Entweder verpackt man sich selbst drin oder die... Keule. oder die verpacken irgendwo drin. Das ist schön. Ja. Gut, was wollen wir? Wir könnten doch jetzt mal einen Yeti zählen, oder? Wie sieht's bei euch so aus? Ja, komm, zählen wir mal einen Yeti. Zählen wir mal einen Yeti, komm. Dann machen wir mal was anderes. Wenn das mit dem Yeti nicht klappt, dann zählen wir halt mal einen Yeti. Versuch's doch nochmal mit einem Wolf. Das müsst ihr machen. Ihr meint, das geht anders. Wir hätten ein Einhorn im Angebot. Ja, ist auch sehr schön. Und noch ein Albino-Hirsch. Albino-Hirsch Level 46, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn der 36er schon so lange dauert, dann machen wir jetzt nicht noch einen 46er. Ich glaube, so ein 108er Yeti wäre übrigens auch sehr schnell gegangen. Ein 108er Yeti, der hätte sich einfach durchgesaugt. Das wäre, der hätte kurz ein Fleisch reingeworfen, der wäre fertig gewesen. Ist überhaupt kein Ding. Ja. Das Gute ist, du musst andere Yetis nur killen, die bringen Prime Meat. Ja, das ist immerhin etwas. Das stimmt. Jo. Yeti wäre in der Tat wahrscheinlich wirklich schneller fertig gewesen als der Albino, obwohl er später angefangen hätte und höhere Level. Fast die Hälfte! Nee, Coach, machst du echt gut. Ja, das ist los. Pass nur auf, dass er dir nicht aufwacht, oder wie sieht's da um die... Doch, da hat er mal gerade einen halben Zentimeter verloren. Also da passiert gar nichts, ah ja. Gut. Nö, aber Walden ist es fast im Eimer. Ja, das war zu erwarten. Eimer. Wenn du daneben stehst, dann... kann dieser... Drang zu uns zu kommen, nur runtergehen. Also. Oh, Drachen. Aha. Ich glaube, die Drachen sind friedlich. Aber eigentlich widerspricht sich das so ein bisschen. Eigentlich müsste der doch wild werden, wenn er neben Coach steht. Ja, die ja. Wild auf Couch. Hier ist jetzt auch nichts an Getier, was ich jetzt nochmal so wegschlagen könnte. Ja, nichts. Totale gehende Ehre. Also hier ist einer Level 60. Buh. Da muss er sterben. Ich hab einen Level 16er. Hui buh. Also ich hätte hier 240er. Ja, aber 81er, ne?
Ja, super, jetzt hänge ich hier in so einem Yeti fest, das ist doch kacke. Ja. Ach, das machst du auch gerade, das ist ja spannend. Es macht richtig Spaß, in einem Yeti festzuhängen. Ich spreche da aus Erfahrung, tu es nämlich auch gerade. So, jetzt. Alle drei hängen zeitgleich an verschiedenen Stellen in Yeti fest. Das ist dein Zeichen. Das ist auch der Special Move von den Yetis, ne? Ja, Klette genau. Halten. Die berühmte Yeti-Klette. Es ist so schrecklich. Eigentlich will ich so ein Tier schon gar nicht mehr. Ich hab gerade schon die Schnauze voll. Juhu, ich bin frei. Oh, das haben wir noch auch mal weg. Ja. Free Hippo. Free Hippo. Zack, da ist er weg. So, da hat's ihn zerbröselt. Ja, gut, dann suchen wir mal weiter, Xa. Ja, 12, wer bietet weniger? 6. Oh. 76, uhu. 28, uhu. Hau ab, Bär! Jetzt häng ich im Bär! Das entdeckt mich doch am Arsch! Nee. Oh, Level 8. Wird immer besser. Also das mit dem, dass man in den Tieren festhängt und dass die Hitboxen so extrem, da müssen sie doch mal endlich was machen. Mhm. Wie lang ist das denn schon? Das kann ja selbst arg besser und da sind die Hitboxen von den Viechern schon eine reinste Katastrophe. So. Humptitumptitum. Ich will Yeti. Ich schenke dir einen Transformstein, dann kannst du selber einer werden. Ja, war denn das hier? Das ist mein Suchgebiet. Hauen Sie ab. Das ist mein Bereich und das ist deiner. So, dann müssen wir so eine imaginäre Linie ziehen. Was macht denn der Greif für Moves, wenn man Steuerung drückt? Gar keine bei mir. Oh, bei mir macht er da irgendwelche komischen Dinge. Ja, er macht irgendwie so einen ganz komischen Schlag mit seiner Kralle. Ach so, das ist, wenn ich X drücke. Ja, ich habe das umgelegt. Das ist die Duckentaste. Ja, weiß ich nicht. Macht der da vielleicht mehr Schaden? Also, der fliegt jetzt irgendwie schief. Danach ja, fliegt er schief. Ja, ich danach auch. Ich dachte so, hä, was ist jetzt? Also, der fliegt schief. Ja, er fliegt so 45 Grad zur Seite gedreht. Macht er. Ja, da macht man sagenhafte 164 Schaden statt 118 Schaden, allerdings also schlägt man auch halb so schnell. Ja, macht nicht wirklich Sinn. Dann ist es irgendwie mit dieser Sturzflugattacke. Ich bin zu sehr einen arg. Hund oder Yeti, der ja, ich glaube nicht verklemmt ist. Dann beginnt jetzt das nächste Spiel. Wer will also auch schon verklemmten Yeti, der also. Noch spielt ja mit. Gerade bei uns, ne? Ja, das ist Gebrauch. Das ist geil, ich hab hier einen 104er Yeti, der nicht verklemmt ist. Woher weiß er das? Hat er ihn gefragt? Oder? Er hat erstmal einen schmutzigen Witz erzählt, weißt du? Ja, und dann ist er knallgut angelaufen und hat sich wieder auf den Stein versteckt. Ein Yeti. Sehr schön. Jo, dann, wir bräuchten Koordinaten. Am besten. Ihr fliegt jetzt zur Eishöhle. Ja. Oh, jo, da bin ich ganz in der Nähe. Da dann praktisch die Brücke rüber zum anderen Berg. Oh, fantastisch, da komme ich her, du Nase. Ah, toll. Ja, gut, okay, bin unterwegs. Und, ich wollte gerade sagen, geht's dann noch weiter? Ja, da ist auch noch ein bisschen Eis. Mann, wieso? Am besten fliegt ihr einfach zum Turm hoch. Oh Mann, gerade nochmal diese Frozen
Crystals hier ab. So ein Bild von so einem tiefrot angelaufenen, total verklemmten Yeti im Kopf. Das ist echt ganz schlimm. Mit weit aufgerissenen Augen nach Xars schmutzigen Witz, weißt du? Der steht jetzt ganz verschämt in der Ecke und guckt zum Boden. Muss ich da hin? Ich wollte gerne mal das sehen. Egal, ich hab mich erstmal irgendwie hier gerade verirrt. Ich finde den scheiß Bärchen. Oh Mann. Da müsste doch in die Höhle kommen. Gar nicht. Also ich sitze am Ende der Brücke oben auf dem Pfeiler. Kack, ends hier. So, also, und dann auf die andere Seite. Ja, okay. Genau. Unterwegs. Hätte andersrum fliegen müssen. Ah, Refining Square Cast heißt das Ding. Was? Ja, dieses komische Teil, was ich für den Sockel brauche. Warum bist du jetzt zurückgeflogen? Hm? Was? Bist du jetzt zurückgeflogen oder was? Nee, ich habe nur gerade Kristalle gegessen und bin dann Rang 2 geworden und ab Rang 2 kann man das Ding bauen. Achso. Weißt du, hier fehlt mir was zum Reparieren. Muss ich über diese ganz lange Brücke? Ja. Zwischen den zwei Gargoyles durch. Hast du zufällig noch. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Brücke im Übrigen. Ja, wie gesagt, ich stand da oben auf dem Türmchen. Auf dem Türmchen. Hat jemand von euch zufällig noch. Was brauche ich denn zum Reparieren? Sekunde, mein einer Bogen ist nämlich kaputt. Bisschen Holz und Twine habe ich. Ja, ich brauche noch Twine. Twine habe ich auch. Kann ich ja kurz in den Vogel stoppen. Das wäre supi. Auch. Na gut, sind nur 15, aber könnte reichen. Reicht. Ja, ja, das reicht. Ich hab dir 151. Dankeschön. Rest wieder zurück oder soll ich es behalten? Nö, kannst behalten. Ich hab noch was. Aber hier steht ein Skelett links. Ja, weil hier ein Meteor leckt. Oh, das war weg. Unten, hey, was ist du sagst. Unten ist noch ein Skelett. Ja. Da müsste auch noch eine. Oh, da ist ein Geist! Hier vor mir ist ein Geist. So. Hey. Alles nur ein kleiner diesmal, 32, den kriegen wir sogar down. Aber der haut trotzdem 126 Schaden rein, ne? Ja, so in 3 Stunden haben wir ihn dann down. Oh, weg. Sehr gut. Unten das Skelett noch. Hat jemand was gelootet dabei? Ich nicht. Glaube nicht. Guck mal, siehst du das? Ich habe jetzt gerade die Steuerungsattacke mal gemacht. Ich hänge doch jetzt wie so ein Stück Wasser in der Kurve. Ich sehe nichts. Sehe dich auch nicht. Wo ist denn das Skelett hin? Sehe auch keinen Schluck Wasser. Vor allem keinen Schluck Wasser, genau. Und das ist hier im Eis auch gefährlich, ein Schluck Wasser zu sein. Also. Mhm. Bin ja, jetzt da wird man plötzlich knallhart. Das war so anstrengend, ne? Das wird nicht besser. Das ist so erschöpfend. Ich kann mal sagen, was erschöpfend ist, dieser Greif hier. So, wo ist denn jetzt dein Yeti? Achso, ne, das ist ja nicht hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe dir noch gar kein Yeti gesehen. Ja, ja, der ist ja auch nicht hier oben. Ich wollte euch hier nach abholen. Weil sonst wäre es ein bisschen schwer zum Erklären geworden. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Darum habe ich jetzt, das war auch voll wichtig, dann hier oben jetzt alle Skelette und so wegzukommen. Ja, ja, wegzuhauen, ne? Ja, fand ich jetzt auch. Ich hab damit angefangen. Ja, du hast aber auch nicht Einspruch erhoben. Du hättest ja mal sagen können, nee, mach, lass, das ist, brauchen wir nicht, hier oben ist eh nichts. Ja, ihr habt doch angefangen. Genau. Ich hab angefangen. Ach nö, ich glaube, der hängt jetzt da. Ich verklemmt. Töt dich. Verklemmt, ja, scheiße. Das müsste der hier, glaube ich, sein. Ja, auch wieder keine richtige Information. Ist der Hund dort? Ja, ist er. Ich versuche ihn hier mal runterzuziehen. Ja, aber das sind schon runtergehüpft. Ey, schau mal, wie viele da unten sind! Wie viele wollten hier? Wie viele Yetis? Der geflogen. Alter, schau mal, wie viele Yetis da unten sind! Da wollte ich gerade noch einen Bär. Warum fällt denn jetzt hier alles runter? Ach du Kacke, das ist hier kaputt. Scheiße! Das sind... Und Level 100! Alter, was geht denn hier ab? Das sind... Weiß ich, wie viele Greifen? Ja, habt ihr Spaß? Frogs. Ach, sind Frogs? Das sind 100 Frogs. Fox und ein Greif. Die so ineinander gespawnt sind. Die runter Back-Sammelecke. So. Was? Berunder?
Was kein ist Berunda? Ich weiß nicht, ein Fisch? Keine Ahnung. Glaube. Nee, Berunda sind die Frogs. Die heißen jetzt Berunda. Frogs okay. heißen jetzt Berunda? Was ist das für ein Scheiß? Reiter heißt jetzt Twix, weißt du? Frogs heißt jetzt Berunda. Das ist halt so, was soll ich sagen? Oh Mann, das wird ja immer schlimmer. Ja, sag dir das. Das war jetzt eine Woche lang alles gut. Jetzt haben wir so einen stechenden Gott. Schmerz hinter den Augen. Die wollten einfach sagen, diese Berunda, also die Frogs, ja, die wollten einfach sagen, da ist ein Bär und der fällt den Hang runter. Ein Bär runter. Und seitdem heißen sie halt so. Weißt du? Das ist jetzt die einzige Theorie, die da mir schlüssig erscheint auch. Ja, nee, du hast da recht. Also. Bär runter. So sass. Yeti, könnten auch Yeti runter heißen, aber. Die sind halt auch viele Bären. Ja, die sind alle dann bei Grunde geputzelt. Macht mal was hier gegen die. Ah, mit dieser X-Attacke kann man sich, also bei euch mit der Steuerungsattacke, kann man sich übrigens wunderbar aus, wenn er in einem Yeti gebackt ist, kann man sich da rauspacken. Okay. Habt ihr den 108er nehmen lassen? Der hängt noch da oben, das ist der weiße, gell? Keine Ahnung. Meint ihr, der oben steht? Der ist 65 oder sowas. Ach so. Also ich hau hier gerade auf den 56er rum. Das könnte da drüben sein, der noch mit dem Ad-Golem spielt. Das ist besonders praktisch, weil das Erdgolem ja so wenig aushält. Auch die Erdgolem gehen schon weg. Ja, aber nicht von Yetis. Hast du den jetzt gefunden oder ist er jetzt tot? Nee, also ich schätze, das ist der Weiße hier. War ja ein Weiß. Ja, hier 100 hat der eine und der Graue hat 28. Also hier den Weißen, den ich jetzt an der Backe habe, der hat 100. Ja, hier oben, der festgebackte ist Level 76. Der ist also nicht. Ja, gut, dann. Ja, dann würde ich auch nicht nehmen. Hey, das. Verklemmte Yetis hatten wir jetzt schon genug. Ja, aber wo ist denn jetzt unser 108er dann hin? Ja, der war doch nur Level 100, oder nicht? Nee, der von Xaver 100. War der nur 100? Ja. Der war ganz genau 100. Der war der Miner, den wir vorhin gekillt haben. Achso, dann haben wir ja den richtigen. Könnt ihr mal mit den Eis da... Ich muss mal meinen Greifen heilen. Komm mal. Der runter. Wann haben die das denn geändert und warum? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob unsere dann auch jetzt so heißen oder ob das immer noch Frogs sind. Vielleicht habe ich ja gerade was ganz Seltenes hier getötet. Mehrfach. So, wo ist denn jetzt hier der 100er? Der Weiße beim Rock Elemental. Der ist jetzt unten da im Wasser. Was ist das hier für einer? Wie gesagt, Weiß musst du suchen. Kannst nicht sehen. Ich hab hier einen an der Backe. Ach ne, der ist 76. Okay. Ja. Dann hauen wir den noch weg. Da hängt der. Auch der hängt. Da braucht man sich nicht drum kümmern. Das ist mal wieder ein verklemmter Yeti. So, der ist auch weg. So, und da unten der bei den. Da unten der bei den Kebos jetzt da unten sich kloppt im Wasser. Also das mit dem Greif dabei. Ja, super, ich hab da eine tolle. Du hast doch irgendwie Razor Jaws getötet jetzt. Was habe ich getötet? Razor Jaws hast du getötet. Razor Jaws? Dann heißen die Kebos jetzt auch Razor Jaw oder was? Nee, das war wahrscheinlich ein Fisch im Wasser. Ja. So, Kebo habe ich. Kebo. Kebo. So. Den Kebo würde er dann auch noch klein kriegen, oder? Boah, sollte. Oder schießt man noch ein bisschen drauf? Wie der einfach nur aus Spaß an der Freude tötet. Ist das nicht schön? Er hat Spaß. Der kleine Yeti. Lass den Scheiß! Das bin ich! Wo kommt denn der her? Okay, ich hätte den Yeti. Wenn ihr Lust habt. Nicht mit Feuer, bitte. Ja, ich. Achso, der hat ja noch einen Kebo vom Leib halten. Der hat ja noch einen Kebo, ja. Ne, super, freut mich. Hi, Kebo. Oh.
So, was ist denn du? Ja, ich versuche den Kebo da wegzuhauen. Das ist so schwierig. Weil ich auch immer den Yeti mit erwische. Und der Yeti hat schon ein bisschen. Wieso hau? Achso. So, Kebo ist fast down. Kebo ist down. So, jetzt Achtung, er kommt irgendwo hin. Da, jetzt hör mal so, auf, bei da mir. Zu spielen und, ne? Da, und Hippo, bitte beballert ihn. Dabei. Ja, nö, jetzt kommt ein Greif, das ist auch wohl nicht wahr. Aua! Oh, der Kebo ist weg. Ja, da werden wir zwei greifen. Zwei? Nö, ist doch nur einer. Ach, nee, das ist nur einer, okay. Dann greifen sich vergreifen. Ja, ja. Ja, weg ist er. Greifen hinter, greifen, 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 greifen hinter. Oh. Ich hab hier so ein Yeti am Hintern. Ja, hopp. Wir können doch auch den Balkan so ein bisschen hoch, oder? Nein, können wir nicht. Mitkommt. Dann verpackt er sich wieder. Schau doch mal, der für 76er steht da oben immer noch. Am Berghang. Na gut. Ich versuch nur irgendwie. Komm nochmal her. Ja, genau, hier bin ich. Hi. So, jetzt macht mal schön. Hier geblieben. Genau. Ja, von der Seite treffen ist aber auch gut. So, ist auch eine perfekte Taktik, die wir hier mittlerweile haben. Das ist ausgereift. Als er wegläuft, sagt Bescheid, ich fütter so lange mein Greifen. Mhm. Aber der scheint ja gut zu hängen. Ich meine, das können sie ja. Oh. Ja, ja, das können sie wirklich. Liegt ihr vielleicht bald mal? Strengt euch mal ein bisschen an. Wir sind fleißig beim Ballern. Und warum ist Coach noch nicht fertig mit dem Rentier? Und überhaupt? Und sowieso? Überhaupt. Ja. Fragen über Fragen. Oh, war schön aufgeräumt hier unten. Oh ja. Wir müssen aufpassen, was da von oben gleich noch runterkommt. Ich hoffe mal nichts. Wie viel Pfeile habt ihr denn da reingeballert? Ja. Dürfte noch was sein. 30, so was rum. Also ich habe jetzt noch 5, ne, ja, 25 Pfeile habe ich jetzt etwa reingehauen. Ja, ein bisschen ballert er noch, hä? Hm? Ja. Ich meine, ist ja immerhin Level 100. Wird schon ein bisschen was brauchen. Und dann noch Yeti. Mhm. Wenn wir den jetzt schon mal so schön hier hängen haben. Aua! Ich brauche nur bald ein Bett. Naja, wenn der liegt, kann ich halt zurückfliegen, mal schnell. Kannst du ja noch aus einen Schlafsack aus Leder bauen? Ja, oder? So, ja. Schieß jetzt gleich mal letzten Pfeil auf. Aua, das war ich. Wenn du noch Pfeile brauchst, kannst du die bei mir holen. Musst du aufpassen, dass er dich nicht erwischt. Ja, ist halt die Frage, wollen wir oder sollen wir mal laufen lassen? Noch nicht, würde ich sagen. So ein bisschen wäre noch gut. Du kannst nehmen, also ich habe 50 Pfeile in meinen Vogel reingelegt. Versuch mal. Wenn du dich von hinten anschleichst, müsste das eigentlich. Also, ich hab Akku, wie es aussieht. Oh, Bogen kaputt. Irgendwas fliegt hier. Ach so, ein Drachen. Ein Bewerber. Ach ja, aber die machen ja nichts. Hast du? Die ganz wollen unten. Doch nur spielen. Ja. Will doch nur spielen. So, ich hab jetzt 50 Pfeile drin. Okay, ja, dann mach Hippo noch ein paar und dann. Nur, dass er nicht ins Wasser rennt. Ja, ich versuche nach unten wegzulaufen, dass wenn er dann rennt, oder versuch mal, wer hat einen Aggro momentan von ihm? Das sieht ich. Ja, du versuchst ihn halt nach oben zu locken. Ist halt die Frage, ob er in Flucht ist oder in Aggressivmodus. Ich glaube, er ist noch aggressiv. Sieht schon so aus, ne? Also ich versuche mich unten hinzustellen, falls er Richtung Wasser läuft. Muss jetzt aber auch erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme aus dem. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Land gewinne. Dann kannst du wegfliegen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch so hier nochmal 20 Pfeile oder so reingehauen. Okay, ich heb mal ab, ja, ne? Ich glaube auch, dass das reicht. Oh ja. Komm schon. Oh, der hat Akku auf dem Greif. Ja, ich hab's gesehen. Der hat sich losgerissen. Hat das nicht gereicht oder was? Der hat sich losgerissen, ja. Das hat nicht gereicht. Moment, ich hab ihn wieder. Hab ich ihn wieder? Nee, hab ich nicht. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn.
Das ist ja heftig. Treffen, aber ich mach keinen Schaden. Treffen nicht runter. Ah, jetzt. Doch, einer Schaden machst du, ja. Oh, jetzt tut er mir weh. Muss mal darauf drängen, dass ihr euch jetzt beeilt, weil jetzt fängt er an zu schmerzen. Ja, ja, ich schau schon raus. Ja, ich schieß auch so schnell wieder, wo es hergibt. Aue! Ja, glaub, kannst du schon mal versuchen, wieder wegzukommen. Ne, ist schon okay. Ich hab einen Vogel gegengeheilt bekommen, kein Thema. Achso, okay. Das ist ja krass gewesen. Ich meine, das waren jetzt echt viele Pfeile. Ja. Oh, nächster Bogen kaputt. Kann ich mehr schießen. Bogen habe ich bei mir. Kann ich hier ins Inventar legen? Obwohl, nee, warte, ich habe noch einen. Muss mal kurz die Pfeile austauschen. Okay. Krasses Tier. Naja, Level 100, ne? Wir brauchen echt mal die guten Pfeile, da müssen wir irgendwie mal drauf hinarbeiten, diese Eisenpfeile. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, dass wir die Giftpfeile reinkriegen. Giftpfeile? Die Pilze. Giftpilze, ja. Ja, die habe ich ja, ein paar, aber gut, das reicht jetzt auch vielleicht für. Du brauchst aber 10 Stück, glaube ich, pro Pfeil. Ich weiß auch nicht, wie viel. Ja, oder 5 Stück pro Pfeil. Wie viel besser die jetzt sind. Komm, lauft mal. Ah, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Und er liegt. Er liegt. Perfekt. Er liegt. Wunderbar. Und gerade an der Wassergrenze. Hi. Jo, dann haben wir den Yeti. Und der Yeti hat... Oh. Hm? Das ist mal ein fettes Vieh. 8640 Leben. Oh, mein O möchte lösen. Oh. Oh. Nee, jetzt aber ohne Witz. Dann müssen wir ganz dringend Primate holen. Ja, die andere Yeti schlachten. Jo, ich gehe dann mal. Ja, und dann bauen wir einen Trog und dann sollten wir den auf einmal reinfüttern am besten. Ah, das ist ja krasser Scheiß. Alter Finne. Das ist echt viel Leben. Also, Herr Yeti. Ne, der verklemmte ja. Herr Yeti. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich mit putzmunterem Yeti oder so. Mal gucken, oder? Wir nehmen das auch noch auf. Was haben wir denn jetzt? Oh, eine Folge können wir vielleicht noch machen. Ja, wir haben es schon wieder spät, wo wir hier aufnehmen. Aber vielleicht kriegen wir den Yeti noch nach Hause. Mal schauen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Ciao. Tschö.